Hallo und herzlich willkommen, wir von Marcel von der Games und wir spielen weiter das DLC von Horizon Forbidden West namens Burning Shores. So, in der letzten Episode haben wir den Eingang zu dieser Anlage hier freigelegt und ja, jetzt würde ich sagen... Es hat geklappt, die Barriere ist weg. Gehen wir rein. Betreten wir die Anlage. Himmelsruhe, okay. Hier scheint immer noch etwas Strom zu sein. Die Generatoren waren wohl nur für den Schild. So, ich will mal gucken, ob ich jetzt mittlerweile hier craften kann. Okay. Das sieht gut aus. Wer ist das denn? Eine Latte. Und noch ein Wandbild. What? Hey. Wieso stehen die nur da und... Was? Seika! Willst du dich uns anschließen? Anschließen? Ja, das wollen wir. Es hat etwas gedauert, aber wir sind endlich da. Eine Barbarin. Auserwählt. Unmöglich. Seth würde das nie erlauben. Hm. Wie seid ihr ohne ihn reingekommen? Also Seth hat uns geschickt. Wir halfen... wir halfen ihm aus diesem... Hinterhalt. In der Wildnis. Genau. Also, ich war mit ihm auf dem Weg hierher, als uns Maschinen angriffen. Wir wollten sie aufhalten, aber waren in der Unterzahl. Und in dem Moment kam Aloy zur Rettung. Ich habe die Gegend erkundet, als ich auf sie stieß, also eilte ich zu Hilfe. Ihr hättet sie sehen sollen. Eine der besten Maschinenjägerinnen, die ich je traf. Sie rettete Seth das Leben. Ich habe nur getan, was ich konnte. Seth hatte noch etwas Wichtiges zu erledigen, also sagte er... Wir sollten ohne ihn weitergehen. Er erklärte uns, wie man die Barriere runterlässt und sagte, wir sollten direkt hineingehen. Seth kam nur mit der Hilfe einer Barbarin heil davon? Wir alle brauchen ab und zu ein wenig Unterstützung. Gut, Seth gab ihnen die Erlaubnis. Und ich riskiere sicher keinen seiner Ausbrüche. Lass die anderen drinnen von unseren Neuankömmlingen wissen, ja? Na gut. Aber ich lasse sie nicht in die Auferstehungshalle, bis sie ihre Hingabe bewiesen haben. So wie alle anderen. Und ich bin gespannt auf Seths Version, wenn er zurückkommt. Oh, auf jeden Fall. Beachte ihn nicht. Viel Glück da drin, Seika. Mögt ihr beide sein Licht umarmen. Ich hoffe, wir begrüßen die Auferstehung gemeinsam. Okay, schöne Ausrede. Mal gucken, ob die funktioniert hat. So, wollen wir nochmal hier kurz gucken, was hier so ist. Ja, eine Kiste. Nehmen wir gerne mit. Vorratskiste ist immer gut. Na los, ich bin bereit. Lass dich da rein. Das war knapp. Unfassbar, dass mein Volk freiwillig hier ist. Und sie hören auf Seth. Er klingt nach einem tollen Kerl. Schnell zur Auferstehungshalle, bevor du ihm begegnen musst. Ein Hologramm von Londra. Willkommen, Auserwählte. Du bist gereist, du hast gelitten. Aber du bist nicht mehr verloren. Ich habe dich gefunden. Und ich biete dir an, was du verdienst. Die Auferstehung. Sei unbesorgt, vergiss, was du zu wissen glaubst, und umarme diesen Moment. Eine neue Welt erwartet dich. Okay, ihr Gift wahrscheinlich. Okay. Oh, das ist sehr viel Londra. Er will, dass wir sein Licht umarmen. Wortwörtlich. Wir wahren hier besser den Schein. Ich versuch's. Ich möchte dir ein paar alte Freunde vorstellen. Wir waren auf der besten Party der Stadt, um den großen Sieg zu feiern. Und während die Aufmerksamkeit auf mich gerichtet war, stürmte mein Ex-Geschäftspartner herein. Und er ist neidisch auf unseren Erfolg. Und er wirft mir einen Drink ins Gesicht. Aber kein Tropfen traf mich.
denn mein Leibwächter Jack warf ihn zu Boden. Und die anderen, Riley, Nolan und Parker, sorgten für seinen Rauswurf. Aber meine Evelyn ermutigte alle, darüber zu lachen. Ah, ich habe sie bewundert. Ihre Hingabe an mich bedeutete mir alles, mehr als jede Auszeichnung. Und es war der schönste Abend meines Lebens. Landra scheint es gewohnt zu sein, verehrt zu werden. Wirklich. Okay. So, hier haben wir auch nochmal was zum Looten. Alles mitnehmen. Ich muss so tun, als sähe ich zu Landra auf. Oh, oh, oh. So was mache ich gerne. Irgendwo herumstochern, wo man nicht herumstochern sollte. Da war was Gelbes. Was ist das denn jetzt? Ah, hier. Okay. Komme ich hier raus? Ja. Upp. Ich werde mal nach oben gucken. Die haben gespeist wie Kaiser. Bestimmt Landras Nächstenliebe. Das gibt blaue Flecken. Komm, setz dich zu mir. Wie denn? Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Einst hatte ich ein Haus auf dieser Welt mit der schönsten Aussicht auf die Stadt. Meine Frau und ich liebten es, die Lichter der Stadt im Abenddunst leuchten zu sehen. Unser Moment der Gelassenheit. Doch dann kam die Zeit der Asche. Der Himmel bot einen Ausweg, aber am Ende überlebte nur ich und erlangte das Geheimnis der Unsterblichkeit. Evelyn, alle, die ich schätzte, einfach fort. Ich war alleine. Deshalb bin ich froh, dich gefunden zu haben. Bald werden wir die Ewigkeit in einer neuen Welt verbringen. Jeden Sonnenuntergang. Gemeinsam. Lieber noch ein Taifun, als die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Oh, ein schneller Typ wieder. Oh, unsere Weltverbesserin. Und die Barbarin. Jetzt macht alles Sinn. Die Zeit der Asche, die Überschwemmungen im großen Delta. Wir sind gefangen in einem Kreislauf der Zerstörung. Doch bald haben wir eine neue Welt. Ein wirklich schönes Versprechen. Da ihr eure Hingabe bewiesen habt, seid ihr bereit für das, was als nächstes kommt. Seth führt euch dorthin, sobald er zurück ist. Nicht so schnell. Eure gute Tat in der Wildnis mag euch so weit gebracht haben, aber hier bekommt ihr keine Sonderbehandlung. Walter selbst hat mir das Privileg erteilt, die Auferstehungshalle zu bewachen. Bis ihr eure Prüfung abgeschlossen und die Worte der Erlangung erfahren habt, bleibt die Tür verschlossen. Keine Ausnahmen. Schon gut, schon gut. Wir kommen später zurück. Klingt, als müssten wir eine Art Londra-Hingabeprüfung bestehen. Aber wer weiß, wie viel Zeit wir haben, bevor dieser Seth zurück ist. Es muss einen schnelleren Weg geben, diese Worte der Erlangung zu erfahren. Sehen wir uns mal um. Ich glaube nicht, dass die Worte in diesen Londra-Hologrammen steckten. Aber vielleicht helfen sie uns, mit den anderen zu reden. Vielleicht können wir sie überreden, uns zu helfen.
Walter hat ein inspirierendes Leben geführt. Ich hole uns was zu trinken. In der Zwischenzeit erinnere dich daran, was Walter über die Zukunft gesagt hat. Anscheinend teilst du die Begeisterung deines Freundes darüber nicht. Ich sollte mich mehr freuen, nicht wahr? Es ist in Ordnung, Dinge zu hinterfragen. Lan war begeistert, als wir die Auferstehungshalle betraten. Er ist schon gespannt, wohin wir als nächstes gehen. Aber ich fürchte, das ist alles zu schön, um wahr zu sein. Warum gehst du da nicht einfach? Ich kann ihn nicht zurücklassen. Wir haben alles gemeinsam durchgemacht. Die Mission, den Taifun, den Schiffbruch. Und bald die Auferstehung, schätze ich. Soweit man in der Siedlung weiß, seid ihr in die Wildnis gegangen und verschwunden. Wie seid ihr hier gelandet? Len und ich waren Teil einer Sperrmission aufs Festland. Aber die Sache ging schnell schief. Wir waren verloren und hungrig. Unser Brot war kaputt. Und dann hat Walter unser Lager gefunden. Ein lebender Ahne. Direkt aus der Wildnis, der uns sagt, dass wir auserwählt sind. Dass wir sicher sind. Es war leicht zu glauben. Jeder hier hat eine ähnliche Geschichte. Warum hat uns dann niemand informiert? Nicht alle sind auserwählt. Walter sagt, wir müssen unser altes Leben hinter uns lassen, um aufzuerstehen. Niemand hat das hinterfragt. Hätte ich's bloß getan. Anscheinend sind die meisten Quen überglücklich, Londra zu folgen. Warum du nicht? Zuerst wollte ich dran glauben. Alles, was er erzählte, schien eine Leere zu füllen. Vielleicht hatte ich endlich einen Platz gefunden, wo ich hingehöre. Ich dachte daran, dass unsere Räte sagten, wir sollten den Tugenden des Vermächtnisses folgen und gut und aufrichtig sein. Und dann haben sie meinen Vater weggezerrt, weil er sich gegen einen kaiserlichen Erlass aussprach. Bin nicht sicher, ob es hier anders ist. Walter könnte ein lebender Ahne sein, aber mit einem Schläger wie Seth, der... Seine Freundlichkeit ist ebenso bedingt wie die des Kaiserreichs. Du sagtest, Lan kann kaum erwarten zu sehen, wohin ihr als nächstes geht. Weißt du, was dort geschieht? Ich schätze, dass es noch ein Test sein wird, wie hier. Sobald man in der Auferstehungshalle war, bringt Seth einen dorthin. Er und seine Truppen sind die einzigen, die je zurückkommen. Alle reden dauernd von ihm. Ich habe den Eindruck, er ist kein netter Kerl. So nett wie eine Feuerklaue. Aber es ist nicht nur er. Die Soldaten, die ihm folgen, sind auch so. Sie wissen wohl, dass sie tun können, was sie wollen, da sie nicht mehr dem Admiral oder der Aufsicht unterstehen. Du hast gutes Recht, skeptisch zu sein. Londra führt was im Schilde. Wir müssen in die Auferstehungshalle, um rauszufinden, was. Und dafür brauchen wir die Worte der Erlangung. Ich will keinen Ärger machen. Wenn Seth zurückkommt, kriegt er raus, dass ich geredet habe. Hat es etwas mit einem dieser Londra-Displays zu tun? Das ist wichtig, Otoso. Es stehen viele Leben auf dem Spiel. Es hängt damit zusammen, was Walter am meisten an seinen Freunden schätzt. Es geht um die Hingabe an ihn, richtig? Genau. Siehst du? Es wird alles gut. Ich weiß nicht, ist vielleicht keine gute Idee. Hey, was immer Londra mit deinen Leuten vorhat, es ist nicht gut. Alle hier, auch dein Freund, sind in Gefahr. Aber mit deiner Hilfe stoppen wir ihn. Okay. Sag Brennick Folgendes. Nur durch Hingabe kann ich sein Licht umarmen. Nur durch ihn kann ich in eine neue Welt auferstehen. Danke, Otoso. Das hilft uns sehr. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Wir haben unsere Worte der Erlangung. Brennick sollte uns jetzt in die Auferstehungshalle lassen. Lass uns hier verschwinden. So schnell geht das. So schnell bekommt man die Worte. Okay. War die Halle? Die war hier, glaube ich. Wieder da, wie ich sehe. Ja. Ich sagte es bereits.
Niemand kommt an mir vorbei, ohne die Worte der Erlangung. Oh, wir kennen die Worte. Seka? Oh nein, dir gebührt die Ehre, Aloy. Nur durch Hingabe kann ich sein Licht umarmen. Nur durch ihn kann ich in eine neue Welt auferstehen. Es hat noch nie jemand die Hingabeprüfung so schnell bestanden. Tja, wir schon. Gehst du jetzt aus dem Weg? Ich weiß nicht, wie viel ich von Londra noch ertragen kann. Schauen wir, was er wirklich vorhat. Na, da bin ich ja jetzt sehr gespannt, was jetzt hier kommt. All diese Zeit wollten sie gar nicht gefunden werden. Wir wissen nicht, was sie alle so denken. Ja. Klar. Beschämt dich etwas? Nichts. In der Auferstehungshalle gibt es hoffentlich... Irgendetwas an Novas Tonfall war heute anders. Ein Hauch von Aufsässigkeit. Nach Korrektur ihrer Einstellungen ist sie wieder in der Spur, aber zur Sicherheit führe ich eine Diagnose durch. Ey, das sieht genauso aus wie unser Stützpunkt mit Gaia. Genauso sieht das aus. Aufzug? Londra weiß wirklich, wie man Spannung aufbaut. Da oben muss ein ganz schönes Spektakel sein. Ahnen. Wow. So erstehen sie auf. Sehen wir uns das genauer an. Die Wolken. Die sind nicht real. Alles ist Illusion. Ach so, hier geht's. Fokus. Was war das? Es ist eine Warnung, glaube ich. Verstrahlung. Irgendein Giftstoff. Fürs Erste bin ich wohl sicher, aber ich sehe mir lieber mal das Schiff an. Okay. Sag mir, was du siehst. Gefällt mir nicht. Was hast du gefunden? Der Horus. Er hat ein spezielles Bauteil. Eins, das fast alles Erdenkliche herstellen kann. Teile, Werkzeuge, sogar ganze Maschinen. Londra hat es so eingestellt, dass es alles für sein Schiff baut. Aber damit das Schiff abhebt, braucht es eine Menge Energie. Weit mehr als Londra mit dem, was er hatte, erreichen konnte. Also suchte er nach etwas aus seinem alten Unternehmen. Genau. Ein Teil der Daten, die er bekam, war ein Entwurf für eine Art Schub. Einen, der unglaublich giftig ist.
Wenn dieses Schiff abhebt, wird es ein Gift von hier in jedes Stammesland der Gegend verteilen. Alle werden krank und sterben. Eines verstehe ich noch nicht. Warum sollte Londra das alles tun, nur um dieser Welt zu entkommen? Oh, schon wieder? Sega? Du sagst mir immer noch nicht alles. Meine Leute sind diejenigen, die in all das verwickelt sind. Meine Schwester! Ich verdiene es zu wissen. Stimmt. Ich sag es dir. Es wird nur nicht... Unsere Zeit ist wohl vorbei. Verlogener Abschaum. Oh, das muss unser Freund Seth sein. Ausschwärmen! Die Verstärkung wird folgen. Ich werde euch erledigen. So eine Kanone habe ich noch nie gesehen. Wohl ein neues Spielzeug von Laundra. Die Ahnen leiten meinen... Wie kommen wir überhaupt hier raus? Seth hat den gesamten Bereich abgeriegelt, aber vielleicht lässt sich das deaktivieren. Jetzt hab ich dich! Ach, glaub nicht, dass sie zuhören, Seika. Ja, ich komme. Ja, man müsste erstmal da hin, ne? Hey! Wo ist der Typ denn jetzt? Der Vogel. Möge er meinen Pfeil leiten! Direkt getroffen! Der Energieknoten könnte die Türen entriegeln. Zwei Knoten sind noch verbunden. Ich muss weitersuchen. Okay. Todbringer, oh, das ist, nicht so schlecht. Das Problem bringt mir jetzt gerade gar nichts. Er hat euch auserwählt! Macht weiter stolz!
Ja, das ist jetzt die Frage. Wie komme ich denn da jetzt hin? Die lassen nicht locker. Ja, wenn ich wüsste, wo die ist. Tür verschlossen. Die Abriegelung verhindert das Öffnen. Okay, drittes Ding. Ich bin die Handbote!
sicher machen. Den Rest unserer Leute hingebracht. Beantworte Ihre Frage. Er bringt die Ergebenen in seinen Park auf der südlichen Halbinsel. Aber wer kommt hier nicht hin? Der Turm dort kann jeden abwehren, der sich nähert. Und meine Schwester ist da? Sie war in der letzten Gruppe. Ich soll nicht noch mehr dorthin bringen. Aber Walter hat allen, die sich beweisen, die Auferstehung versprochen. Ich verstehe das nicht. Londra hat dich benutzt, um zu bekommen, was er will. Ganz ehrlich, du warst ein leichtes Opfer. So geblendet von deinem Ego, um die Wahrheit zu sehen. Du hast wohl gerade seine Welt auf den Kopf gestellt. Gib mir einfach eine klare Antwort. Warum will Londra weg? Etwas ist auf dem Weg zur Erde. Es zerstörte die Welt, aus der Londra floh. Und genau das will es auch hier tun. Die Welt zerstören? Was könnte das denn schaffen? Es nennt sich Nemesis. Es ist sowas wie eine Maschine. Aber mächtiger als alles, was du oder ich je gesehen haben. Deswegen baut Londra das Schiff. Er tut alles, was er kann, um vorher wegzukommen. Und ich schätze, er will auch ein paar der Quinn mitnehmen. Ich weiß, das ist alles sehr viel. Aber es gibt Hoffnung. Wenn du meinst. Seika, ich... Es gibt einen Strand im Südosten der Insel, wo wir den ersten Turm ausgeschaltet haben. Viel näher kommen wir wohl nicht an Londra's Park. Und ich sollte wohl dem Admiral Bericht erstatten. Und ihm... sagen, was wir hier gefunden haben. Okay. Ich treffe dich dann beim Strand. Da
übel. Das war richtig übel. Sekka, sie schien so verloren. Warum fühle ich mich genauso? Was kann ich tun? Fürs Erste ziehe ich mir besser mal diese Zenith-Waffe an. Ich glaube, daraus kann ich was Brauchbares machen. So. Ich sollte sie testen, wenn ich wieder draußen bin. Ich sollte auf dem Weg raus auch nach dem Rest der Gwen sehen. Du hast eine neue Waffe im Inventar. Der Phantomhandschuh ist eine mächtige und flexible Waffe. Im Scherben-Salben-Modus kannst du Ziel suchen, Geschosse auf Ziele abfeuern, auf denen du einen Marker platziert hast. Marker werden mit R1 abgefeuert und verbrauchen Waffenausdauer. Rüste den Phantomhandschuh aus zum Ausprobieren. Okay. Gut, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Episode. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. War sehr cool, hat mir sehr gut gefallen. Geile Story, geile Kämpfe. Super cool. In dem Sinne, haut rein und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Hoffentlich. Aktiviert dazu die Glocke und abonniert auch gerne meinen Channel. In dem Sinne, ich bin raus. Ciao.